sollte mein Diener sein. Alles ging nach meinem Kommando. Mein neuer Domestik erkannte im Voraus alle meine Wünsche. Da kam mir der Gedanke, ihm mein Fiedel zu überlassen und zu sehen, was er damit anfangen würde. Wie groß war mein Erstaunen, als ich ihn mit vollendetem Geschick eine Sonate von derart erlesenen Schönheit spielen hörte, dass meine kühnsten Erwartungen übertroffen wurden. Ich war verzückt, hingerissen und bezaubert. Mir stockte der Atem und ich erwachte. Dann griff ich zu meiner Violine und versuchte, die Klänge nachzuvollziehen, doch vergebens. Das Stück, das ich daraufhin geschrieben habe, mag das Beste sein, das ich je komponiert habe, doch es bleibt weit hinter dem zurück, was mich im Traume so sehr entzückt hatte. Denn wohl hätte ich meine Violine in zwei Teilen zerbrochen und die Musik für immer aufgegeben, wenn es mir gelungen wäre, die Freuden jenes Traums tatsächlich aufzuzeichnen. Die Musik schildert also einen schlafenden Komponisten und den Teufel, der zu ihm kommt. Trillo del diavolo al pie del letto. Nahtloser Übergang zur Caprice Nummer 6 von Niccolò Paganini. Thank you.
Thank you.